zum Thema elektrische Stromstärke. Stoffe, in denen die Elektrizität fließen kann, heißen Leiter. Zum Beispiel Kupfer, Silber, Eisen. Stoffe, in denen Elektronen nicht fließen können, heißen Isolatoren. Zum Beispiel Glas, Gummi. Die Stromstärke, groß I, ist definiert als die Elektrizitätsmenge groß Q, die pro Zeiteinheit klein t durch einen Querschnitt des Leiters strömt. Also, die Definition der Stromstärke besagt, die Stromstärke groß I ist gleich zur Elektrizitätsmenge groß Q, die man auch elektrische Ladung nennt, geteilt durch die Zeiteinheit. Eine Stromstärke wird in Ampere ausgedrückt, zu Ehren des französischen Wissenschaftlers André-Marie Ampère. Die Einheit von Stromstärke I ist also Ampere mit groß A gekennzeichnet und je nach dieser Definition ist 1 Ampere dasselbe wie ein Coulomb geteilt durch eine Sekunde. Hier ein Beispiel. Wie viele Elektronen fließen pro Sekunde durch den Querschnitt eines Leiters, wenn die Stromstärke I 1 Ampere beträgt? Wir wissen, dass I gleich Q auf T ist, woraus wir schließen, dass Q I mal T ist. Die elektrische Ladung Q ist aber gleich der Anzahl Elektronen klein n mal die Elementarladung. Also Q ist dasselbe wie klein n mal E und daraus schließen wir, dass n gleich ist zu I mal T geteilt durch E. Jetzt ersetzen wir I durch 1, T durch 1 und E durch den Wert der Elementarladung, das heißt 1,6 mal 10 hoch minus 19. Und dieser Bruch ergibt dann als Anzahl Elektronen diese unvorstellbare große Zahl 6,25 mal 10 hoch 18. In diesem Stromkreis habe ich einen Ampermeter eingebaut, der im Moment die Stromstärke von 0 Ampere angibt. Das ist auch normal, denn im Moment fließt kein Strom. Jetzt schalte ich den Strom ein und wir lesen ab. Hier fließt ein Strom mit Stärke 0,9 Ampere.